Kreisvolkshochschule Northeim hat eine Menge zu bieten. Mit einem bunten Fest im Kulturgarten in Northeim hat sie das jetzt wieder einmal bewiesen. Geboten wurde eine Mischung aus Information, Mitmachaktionen und Unterhaltung. Es gab zahlreiche Stände, Theater und Musik. Die KVHS ist vielfältig und spielt in der Erwachsenenbildung eine wichtige Rolle. Erwachsenenbildung bezeichnen wir heute als das vierte Standbein im gesamten Bildungsbereich. Das heißt, der Hintergrund ist der, dass wir heute nicht mehr einmal, wie das früher gewesen ist, Schul- und Berufsausbildung absolvieren und dann ein Leben lang im gleichen Beruf arbeiten, sondern erstens ist heutzutage nicht mehr sicher, ob man im gleichen Beruf bis zum Rentenalter arbeiten kann. Und zum Zweiten, im Beruf, den man erlernt hat, gibt es permanent Neuerungen, Innovationen, sodass man nur, wenn man am Ball bleibt, auch zur Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes beiträgt. Im Berufsleben muss man eben dazulernen und improvisieren. Wie das Improvisationstheater Improsant aus Göttingen. Hallo, ich reiße Sie nur ungern aus Ihrer Tristesse. Aber ich bin von Jahn und Struhn und sonst noch diversen Verlagen. Ich möchte Ihnen ein Zeitungsabonnement verkaufen. Hier hätten wir zum Beispiel die Sportbild, die Autobild, die einsame Leuchtturmwärterbild. Einsam. Bild der Frau. Die eins. Bild der Frau. Bild der Frau. Mit Bildern von Frauen. Und welche Schwerpunkte gibt es in der Arbeit der Kreisvolkshochschule? Bei Schwerpunkten, da würde ich unterscheiden wollen zwischen dem Quantitativen und dem Qualitativen. Quantitativ sind es immer wieder die Sprachen, inzwischen sogar überflügelt von der Gesundheitsbildung, einfach auf dem Hintergrund eines gewachsenen Gesundheitsbewusstseins in der Bevölkerung. Dann natürlich auch der EDV-Bereich. Qualitativ, würde ich sagen wollen, sind es zum großen Teil dann auch berufliche Qualifizierungslehrgänge und Kurse, die nicht nur dem Freizeitbereich dienen, was auch natürlich für die Einzelnen einen wichtigen Stellenwert hat, aber die gleichzeitig eben auch in der beruflichen Entwicklung der Einzelnen ein wesentliches Standbein darstellen. Zur Information vielleicht noch, das sind Zertifikate des Bundesverbandes für Kindertagespflege. Das ist also nicht irgendwie ein selbstgestrecktes Zertifikat. In der beruflichen Bildung gibt es bei der Kreisvolkshochschule zum Beispiel Kurse für qualifizierte Kindertagespflege. Absolventinnen erhielten während des Festes ihre Zertifikate. Kindertagespflege bietet eine familiennahe Betreuungsform, das ist das Hauptsächliche. Das heißt, normalerweise betreut die Kindertagespflegeperson in ihrem eigenen Haushalt. Das ist meist ein Zimmer oder zwei Zimmer, die sie genau dafür hergerichtet hat, aber damit sehr nah angedockt an die eigene Familie. Und das heißt, das ist für gerade kleine Kinder unter 3 Jahren nochmal sehr schön und es ist ein sehr geringer Betreuungsschlüssel. Das heißt, die Kindertagespflegeperson kann bis zu 5 fremde weitere Kinder aufnehmen und da ist halt der Unterschied zu anderen Betreuungsformen, das heißt ein individuelles sich um das Kind kümmern ist hier mehr gewährleistet als in anderen Betreuungsformen. Musikalische Akzente setzte das Orchester der KVHS. Wir treffen uns einmal in der Woche. Es sind lauter Musikbegeisterte aus dem Landkreis Northeim. Zwischen, 15 und 80 oder 89 ist unser ältestes Mitglied alt. Wir haben einfach Spaß an der Musik. Wir wollen musizieren, wir wollen auftreten. Wir sind im ganzen Landkreis vertreten mit unseren Konzerten und wir haben einfach nur viel Spaß mit unserer Musik. Und warum machen die Orchestermitglieder Musik? Weil Musik einfach etwas Schönes ist, etwas Wundervolles, was es schon immer gegeben hat und was man eigentlich so in der Freizeit macht, was einen entspannen kann, wo man abschalten kann, was man einfach gerne macht. Dass Musik Spaß macht, demonstrierte auch die Kittchen Band aus Göttingen mit ihrer Klezmer-Musik.
Wichtige Programmpunkte waren Ehrungen für Kursleiterinnen. Sie haben sich lange für die Kreisvolkshochschule engagiert. Welche Bedeutung haben Kursleiterinnen und Kursleiter für die KVHS? Ohne Kursleiterinnen und Kursleiter gibt es keine Volkshochschule. Und eine gute Volkshochschule gibt es nur mit guten Kursleiterinnen und Kursleitern. Das heißt, sie müssen a. fachlich qualifiziert sein und sie müssen b. pädagogisch qualifiziert sein. Es reicht nicht aus, fachliche Qualifikation zu besitzen, aber Inhalte nicht vermitteln zu können, mit Gruppen nicht arbeiten zu können. Volkshochschule ist immer Arbeit mit Gruppen. Und dieses zusammenzubringen, die Fachkenntnis so zu vermitteln, dass all diejenigen, die im Kurs ihre Ziele verfolgen, auch tatsächlich zu diesem Ziel kommen. Das ist die Kunst eines guten Kursleiters und davon leben wir. Die Kreisvolkshochschule ist schwungvoll ins neue Halbjahr gestartet. Anmeldungen für die zahlreichen Kurse und Einzelveranstaltungen sind auch über das Internet möglich.